Willkommen zum Finale des European Truck Racing Championship in Frankreich. Der legendäre Circuit der 24 Stunden in Le Mans ist die Bühne der letzten vier Rennen des europäischen Truck-Championats. Seit 1932 ist die Strecke an der Sarthe eine der wichtigsten Bühnen im Motorsport weltweit. Neben dem bekannten 24-Stunden-Rennen sind die 24 Stunden des Camions einer der Zuschauermagneten in Le Mans. Genutzt für die Truckrennen wird der 4,185 Kilometer lange permanente Circuit Bugatti. Viele Kurven und Schikanen sind hier ein Garant für spannende Rennen. Der Fokus des Wochenendes liegt ganz klar auf der Titelentscheidung. Sowohl der Tscheche Adam Latzko als auch der Deutsche Jochen Hahn haben eine Hand am EM-Pokal. Hahn hat seine 35-Punkte-Führung in Jarama verteidigt. Alles läuft in seine Richtung. Es gibt einen großen Unterschied zu all den anderen Rennstrecken. In Le Mans kann man nahezu in jeder Kurve überholen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, wenn du schneller bist, kannst du auch überholen. Für Adam Latzko wird es schwierig, Jochen Hahn unter diesen Umständen noch den Titel streitig zu machen. Nur 60 Punkte werden in Le Mans vergeben. 35 Punkte innerhalb einer Veranstaltung aufzuholen, ohne unvorhergesehene Ereignisse, fast unmöglich. Wenn Jochen Probleme hat, habe ich Chancen. Doch ich denke, Jochen ist konzentriert und auch der Truck wurde mit Konzentration vorbereitet. Ich glaube, er wird kein Problem haben und nach diesem Tag wissen wir, wer der Meister ist. Hahn gegen Latzko. Die Entscheidung des Duells der Saison also in Le Mans. Die beste Saison seiner ETRC-Laufbahn hat René Reinhardt bisher hingelegt. Zwei Siege und zahlreiche Podiumsplätze bedeuten Tabellenrang 3 für den Logistikunternehmer. Den möchte der 45-Jährige auch in Le Mans behaupten. As I told you, it was a big gap to Norby, also to Steffi. 16 points. Da ist momentan eine Lücke zu Norbert und zu Steffi. 16 Punkte sind es. Es kann eine Menge passieren. Ich kann mich jetzt nicht relaxed hinsetzen, sondern muss hart arbeiten und zusammen mit meinem Team gute Trainings, Qualifyings und Rennen hinlegen. Das Ziel ist ankommen. Beflügelt von seinem ersten Saisonsieg im spanischen Jarama möchte Anthony Janiek vor heimischem Publikum natürlich wieder Siege holen. I'm optimistic. I hope finish win for the race. Ich bin optimistisch. Ich hoffe, dass ich Rennen gewinnen kann. Ich bin glücklich, dass mein Truck gut läuft. Auch ich fühle mich gut. Ich hoffe, heute oder morgen zu gewinnen. I'm happy for my truck is good. My feeling is good. I hope the win today or tomorrow. Der Kampf beginnt mit dem Zeittraining und der Superpole unter Frage Hahn oder Latzko. Wer wird von ganz vorne aus ins Rennen gehen? Als einziger schafft es Hahn, unter 2 Minuten und 6 Sekunden zu kommen. Er sichert sich die Pole Position, während Adam Latzko es nur auf den 4. Startplatz schafft. Ich habe mich selbst über die perfekte Runde gewundert. Sie war fehlerfrei und dann weißt du, dass die Zeit kommen muss. Ich habe auf die Anzeige geguckt und dann stand da 2:05. Dann konnte ich erst mal durchatmen. Das Problem ist, dass auf der langen Gerade der Funk zu meiner Frau nicht gut funktioniert und ich die halbe Runde warten muss. Doch dann sagte Diana, Pole Position. Wir sind nicht sicher, doch es ist eine gute Zeit. Ich bin total glücklich. Dass Adam nur in der zweiten Reihe steht, ist ebenfalls gut für mich. Nun behalten wir die Ruhe, gehen da ohne Strategie rein, einfach nur nach vorne gehen und ich sage jedes Mal dasselbe, doch diesmal etwas anderes. Ich gewinne das Rennen. Die Startaufstellung Hahn also auf der Pole Position. Sieht gut aus, ich kann das Rennen gewinnen. Ich hoffe, dass ich keine technischen Probleme habe und einen kühlen Kopf bewahre. Ich habe es nun in meinen Händen. Neben Hahn der Ungar Norbert Kisch auf seinem Mercedes-Benz. 3. Startposition für René Reinhardt. Daneben Adam Latzko. Von Platz 5 und 6 aus gehen Stefanie Halm und Anthony Janiek ins Rennen. Der Lokalmatador mit Sicherheit der Liebling der französischen Fans.
Das Rennen ist freigegeben und das Feld sprintet über die Gerade. Jochen Hahn, Norbert Kisch und Adam Latzko sind dicht auf. 12.000 PS bewegen sich auf die erste Schikane zu. Die Luft wird kurz angehalten. Es wird nun richtig eng. Janiek berührt Reinhard am Heck. Der gerät außer Tritt, bekommt noch einen kleinen Schubser von Halm und kracht in Adam Latzko. Kisch nimmt den Weg quer durch die Schikane und er ist erst einmal in Führung. Doch der Ungar Kisch möchte keine Strafe für das Abkürzen bekommen, lässt Hahn wieder vor. Nebeneinander geht es durch die nächste Kurve. Dahinter bekommt Janiek einen Schubser von Halm und biegt ab Richtung Notausgang, geht durchs Kiesbett und reiht sich anschließend zwischen Franky Wojtyszek und Erwin Klein-Nagelfort wieder ein. Der scheidende Meister und Meisterschaftsanwärter für 2016 liefern sich ein packendes Duell. Der Ungar auf den ersten Le Mans-Kilometern stark unterwegs, doch Hahn setzt sich letztendlich durch. Hinter dem Führungsduo hat Latzko Shane Brereton überholt. Der Brite war im Chaos in der ersten Schikane nach vorne gekommen. Der Stand nach Runde 1, also Hahn vor Kisch, dann Latzko, Brereton auf 4, Reinhard auf 5, dann Halm und Körber. Doch Brereton kann sich nicht lange an seiner Position erfreuen. Er wird von Reinhard und Halm durchgereicht. Es folgt der Angriff von Gerd Körber. Eine kurze Berührung, der Iveco-Pilot ist gleich auf. Doch Brereton legt nach und ist wieder vor Körber. Hahn baut seine Führung immer weiter aus. Zwischen ihm und Kisch klafft schon eine Lücke. Latzko hat Mühe, das Tempo mitzugehen. Reinhard und Halm folgen ihm. Dann kommen Brereton und Körber. Janiek liegt nach Aufholjagd bereits hinter dem Schwabentrack-Piloten. Anfahrt auf die erste Schikane. Janiek setzt sich neben Körber, berührt seinen Truck. Körber dreht sich weg und muss anschließend erst einmal das restliche Feld durchlassen. Körber fährt anschließend wütend in die Boxengasse, stellt seinen Truck ab. Für den Titelanwärter Adam Latzko läuft es währenddessen nicht wie gewünscht. Platz 3, während Hahn führt. Das wäre die Meisterschaftsentscheidung zugunsten des deutschen MAN-Piloten. Im Mittelfeld ein schöner Kampf zwischen Alan Lohr und Sascha Lenz. Es geht um Platz 8 und dank Reverse Grid damit um die Pole Position für Rennen 2. Die Wahlmonegassin verbremst sich. Lenz zieht daneben, sieht seine Chance. Doch die erfahrene Pilotin lässt sich den Platz nicht so schnell wegnehmen. Sie möchte im zweiten Rennen von ganz vorne starten. Lohr hält mit und zieht wieder an Lenz vorbei. Der muss sich wieder hinter ihr einordnen und ist damit auf Platz 9. Und Hahn? Der fährt weiter dem Titelgewinn entgegen. Hat schon mehrere Sekunden Führung. Latzko ist nur auf 3. Kämen sie so also ins Ziel, würde sich Hahn 20 Punkte sichern. Er wäre mit 43 Punkten vor Latzko in der Meisterschaft vorne. Bei maximal noch zu vergebenden 40 Punkten in den folgenden Rennen uneinholbar. Dann ist es soweit. Wild driftend fährt Jochen Hahn die letzten Kurven und biegt ab in Richtung Ziellinie. Zum vierten Mal nach 2011, 2012 und 2013 holt sich der Deutsche den Titel und setzt sich im Truckrennsport damit ein kleines Denkmal. Große Freude also beim ganzen Team Hahn Racing und das Ende eines äußerst spannenden Titelkampfes in der Saison 2016. Das hier ist ein großer Moment für mich in dieser Saison. Wir kämpften das ganze Jahr hart mit Adam, nur hierfür, für den Titel. Nun habe ich ihn gewonnen. Ich hatte viel Glück, da er ein Problem in Zolder hatte und so der Abstand zwischen uns größer wurde. Nun habe ich keinen Druck mehr für die letzten Rennen. Im ersten Rennen Europameister. Das wird ein ruhiges Wochenende ohne Stress und so bin ich wirklich glücklich, jetzt schon den Titel geholt zu haben. Ausgelassene Freude auf dem Podium. Ein starker und vor allem auch fairer Gegner für Hahn während der gesamten Saison war Adam Latzko. Natürlich schwingt bei ihm auch Enttäuschung mit, doch auch er blickt auf eine sehr erfolgreiche Saison 2016 zurück. Hinter uns liegt eine wirklich klasse Saison. Wir hatten einen tollen Kampf mit Jochen. Ich bin sehr zufrieden mit dem zweiten Platz. Natürlich wäre Platz 1 noch viel besser, doch es war meine beste Saison im Truck Racing.
Ein Blick auf das Endergebnis von Rennen 1. Hahn holt sich mit dem Sieg den Titel. Kisch mit einer starken Leistung hier in Le Mans auf Platz 2. Latzko wird Dritter. René Reinhardt kommt als Vierter ins Ziel auf Platz 5. Steffi Halm, Janjek nach aufregender Startphase auf Platz 6 und Alan Lohr sowie Sascha Lenz beschließen die Top 8. Umgekehrte Startreihenfolge der Top 8 in Rennen 2. Damit Sascha Lenz ganz vorne, daneben Alan Lohr. Startreihe 2 für Anthony Janjek und Steffi Halm. Dritte Startreihe René Reinhardt und Adam Latzko. Startreihe 4 Norbert Kisch und der frisch gebackene Europameister Jochen Hahn. Das Rennen ist freigegeben. Alan Lohr ist in Front. Hinter ihr schiebt sich Halm neben Lenz. Von der Außenseite kommt Janjek. Beim Anbremsen der ersten Schikane ist er zu schnell. Schießt an Lenz vorbei und kollidiert mit Lohr. Lohr geht quer durch die Schikane, kommt jedoch in Führung liegend wieder auf die Strecke zurück. Lohr ist also in Front. Doch Lenz sitzt direkt hinter ihr und wartet nur auf einen Fehler. Das ganze Feld ist noch dicht beisammen. Lenz findet die Lücke und geht an der ehemaligen DTM-Werksfahrerin vorbei. Somit Führungswechsel in Runde 1. Doch dabei bleibt es nicht. Janjek erneut spät auf der Bremse. Kracht in den führenden Lenz, dreht ihn dabei, trifft Lenz den Truck von Alan Lohr. Die Szene noch einmal aus der Onboard-Perspektive von Lenz. Er ist vorne, es gibt einen Schlag und das Karussell dreht sich. Beide Trucks aus der ersten Startreihe stehen stark beschädigt im Kiesbett und müssen erst einmal geborgen werden. Die Rennleitung entschließt sich zum Abbruch des Rennens. Neue Einführungsrunde ohne Lohr und Lenz. In Reihe 1 somit Janjek neben Halm, dann Reinhardt neben Latzko, dahinter Kisch neben Hahn. Die Ampel auf grün und es kracht erneut gewaltig. Diesmal im Mittelfeld. Eine Kettenreaktion, der gleich mehrere Trucks zum Opfer fallen. Halmer der Spitze eilt zwar davon, doch die roten Flaggen werden erneut ausgepackt. Rennabbruch. Der Staub legt sich. Auf der Start- und Zielgeraden stehen mehrere verunfallte Trucks und auch der Bugira von Latzko strandet beschädigt am Streckenrand. Das Wichtigste, den Fahrern geht es soweit gut. Was ist passiert? Ein Blick in die Onboard-Kamera von Shane Barrington. Er beschleunigt, während Latzko vor ihm nicht wegkommt. Barrington weicht aus und kollidiert dabei mit Wojtyszek. Die gleiche Szene noch einmal aus der Heckperspektive von Latzko. Besonders hart trifft es wieder Wojtyszek, denn der Truck ist gerade erst neu aufgebaut worden. Ein weiteres Mal wird die Strecke geräumt. Nur noch 8 Trucks folgen dem Pace Truck zum dritten Start dieses Rennens. Der Neustart. Janjek kommt dabei gut weg und hält Steffi Halm in Schach. Dahinter lauert Reinhardt. In der ersten Schikane setzt sich Janjek vor Halm und bestimmt ab sofort das Geschehen an der Spitze. Janjek, Halm, Reinhardt, Hahn, Kisch und Körber. Das ist die Reihenfolge an der Spitze in den nächsten Runden. Doch Körber in Le Mans mit wenig Glück. Bereits in der frühen Phase des Rennens steuert er die Box an und stellt den Truck ab. An der Reihenfolge der verbliebenen Trucks ändert sich im weiteren Verlauf des Rennens nichts mehr. Janjek gewinnt also vor Halm, Reinhardt, Hahn und Kisch. Das französische Publikum ist begeistert. I'm happy for my people, my public. Ich freue mich sehr für mein Team und die Menschen hier in Le Mans. Ich finde es schade für Sascha Lenz wegen des kleinen Kontakts, den wir in der Kurve hatten. Es war wirklich eine sehr kleine Berührung und dann eine große Kollision mit Alan. The right corner, small contact, big crash with Alan. Eher verhaltene Freunde bei Janjek nach dem Rennen. Im Hintergrund tagt schon die Rennleitung. Und entsprechend sieht auch das finale Ergebnis aus.
Janjek wird nachträglich disqualifiziert und damit Steffi Halm zur neuen Siegerin erkoren. Der zweite Platz geht somit an René Reinhardt, Rang 3 für Jochen Hahn. Es folgen Kisch, Forman, Rodriguez und Körber. Le Mans, das ist auch immer Motorsport-Festival-Stimmung. Die knapp 60.000 Besucher verweilen bis tief in die Nacht an der Strecke. Hell erleuchtete Trucks bei der Parade am Samstagabend sind dabei ein ganz besonderer Eyecatcher. Und auch danach geht es heiß her. Düsenbetriebene Showfahrzeuge heizen den Fans auf den Tribünen richtig ein. Mit dem Höhenfeuerwerk ist noch lange nicht Schluss, es geht noch bis zum Morgengrauen weiter. Und spätestens mit dem Start der Rahmenrennen strömen alle zurück ins Fahrerlager. Auch am Tage wird viel neben der Rennaction auf der Strecke geboten. Langeweile kommt da nicht auf. Überall gibt es etwas zu entdecken. Und die Fahrer der ETRC sind Stars zum Anfassen. Die Autogrammstunden im Fanvillage erneut ein echtes Highlight. Und es gibt sogar schon wichtige News für die Saison 2017. Jochen Hahn und Gerd Körber werden nächstes Jahr Seite an Seite mit Iveco an den Start gehen. Jochen wird nächste Saison zu uns stoßen. Er wird also nächstes Jahr auch einen Iveco fahren. Also kommt die Nummer 1 und damit der Titelverteidiger nächstes Jahr zu uns. Für uns sind das tolle Nachrichten. Ebenfalls großartig ist, dass Jochen aus der gleichen Region in Deutschland, aus dem Schwabenland, kommt und wir den gleichen Spirit bei ihm gefunden haben wie beim Team Schwabentruck. Die gleiche professionell familiäre Einstellung. Das macht uns allen Spaß. Wir werden nächstes Jahr also noch ein wenig schwäbischer sein. Wir haben also nächstes Jahr zwei großartige Fahrer in der Meisterschaft bei uns, Gerd und Jochen. Zurück auf die Strecke. Superpole, leichter Nieselregen auf dem Circuit Bugatti. Jochen Hahn im ständigen Austausch mit seiner Frau Diana. Doch Adam Latzko ist schneller als der neue ETRC-Champion, holt die Pole-Position vor Kisch und Hahn. Eine feuchte Strecke ist etwas anderes als eine richtig nasse Strecke. Heute ist es ein wenig feucht. Je mehr Runden du fährst, umso mehr trocknet es ab. Es wird jede Runde schneller. Ich habe es geschafft, auf 1 zu fahren. Darüber bin ich sehr glücklich. Es wird ein interessantes Rennen. Vielleicht ist es trocken oder doch wieder ein wenig feucht. Mal schauen, wo das hinführt. Nach dem Startunfall am Samstag nicht bei der Superpole und auch bei den Rennen nicht am Start, Erwin Klein-Nagelfort. Der Truck des Niederländers zu stark beschädigt, eine Reparatur nicht vor Ort machbar. Der Überrollkäfig ist zu stark beschädigt, ca. 50 cm nach hinten verbogen. Das ist zu viel, um es hier zu reparieren. Auf der Pole Position also Adam Latzko, daneben Norbert Kisch. Jochen Hahn auf Platz 3 und daneben mit einer starken Trainingsleistung auf feuchter Strecke Sascha Lenz. Startreihe 3, René Reinhardt hinter Jochen Hahn. Daneben der Iveco von Gerd Körber. Der Start. Kampf zwischen Latzko und Kiss beim Beschleunigungsduell. Der Bugira Freightliner kommt etwas besser weg, kann die Führung erst einmal behaupten. Ausgangs der ersten Schikane ist der Mercedes des Ungarn jedoch eine Nasenspitze vorne. Latzko zieht nach, will die Führung zurückholen und ist wieder gleich auf. Jedoch zu schnell. Vor der nächsten Kurve wird er hinausgetragen und fällt auf den dritten Rang zurück. Kisch führt also vor Hahn und Latzko. Doch die Freude des Ungarn wird schnell getrübt. Auf der Start- und Zielgeraden macht der Motor von Kisch unangenehme Geräusche. Dichter Rauch kommt aus dem Heck des Mercedes. Kisch verliert Geschwindigkeit und das Feld zieht an ihm vorbei. Motorschaden. Während Kisch also ausrollt, gibt es einen neuen Führenden, Jochen Hahn. Und der eilt den Verfolgern davon. Hinter ihm eine Dreiergruppe. Latzko, Reinhardt und Körber sind eng beieinander. Mit Fahrgelegenheit im Cockpit von Jiří Forman. Vor ihm Sascha Lenz in Nöten. Sein Truck hat einen Tank für die Bremskühlung verloren.
Im Heck ergießt sich das Wasser und der MAN-Pilot rutscht ins Aus. Der Tscheche macht kampflos direkt noch einen Platz gut. Janiek liegt nun vor ihm und gerät auch auf Abwege, fährt ins Kiesbett, Federbruch, Vormann somit auf Rang 6. Hahn an der Spitze ist für seine Verfolger schon nicht mehr in Sichtweite. Latzko, Reinhardt und Körber sind weiterhin direkt hintereinander, doch keiner wagt einen ernsthaften Angriff. Hahn dominiert das Rennen bis zum Schluss und fährt als Sieger über die Ziellinie. Er holt damit einen Tag nach dem Gewinn des Titels auch noch seinen 100. Gesamtsieg. René und Adam hatten einen Kampf hinter mir. Ich konnte die Lücke zu ihnen kontrollieren. In den letzten zwei Runden hatte ich ein wenig Zeit zu driften und das hat wirklich Spaß gemacht. Das war der 100. Sieg meiner Karriere. Das muss man feiern. Europameister, 100. Sieg. Ich freue mich für alle. Zufriedene Gesichter also auf dem Podium nach Rennen 3 in Le Mans. Und hier noch ein Blick auf das Resultat. Latzko, also Zweiter vor Reinhardt, auf Platz 4 Gerd Körber, Steffi Halm, 5. Jiří Foreman, 6. Auf den Plätzen 7 und 8 Alan Law und Shane Brereton. Mit dem fünfmaligen Truck-AM-Sieger Steve Parrish ist ein ganz besonderer Gast nach Le Mans gekommen. Der heutige TV-Kommentator nimmt dann auch direkt die Aufgabe wahr, das ETRC-Feld mit der grünen Flagge in die Einführungsrunde zu schicken. Ich habe das alles beobachtet und gesehen, dass die Meisterschaft zurückkommt. Das Fahrerlager sieht sehr gesund aus, sehr gut ausgestattete professionelle Teams. Es ist schön, dass ETRA zurück ist, dass es dieses Fan-Village gibt, wo die Fans die Fahrer treffen können und diese ganzen Dinge. Das Grid für das letzte Rennen der Saison und noch einmal ein Debüt. Shane Brereton ist zum ersten Mal auf der Pole Position. Ich bin sehr nervös und gleichzeitig aufgeregt. Neben Brereton Alan Law auf Startplatz 2. Die zweite Startreihe Foreman neben Halm. Und in der dritten Reihe Körber und Reinhardt. Der Start. Alan Law nutzt ihre Erfahrung und beschleunigt besser heraus, übernimmt die Führung. Steffi Halm ist die Nächste, die Brereton gefährlich wird. Kopf an Kopf fahren beide Trucks auf die erste Schikane zu und sind sich über die Reihenfolge nicht ganz einig. Beide Trucks berühren sich, Brereton rutscht weg und verliert Platz 2. Wenige Meter später klopft auch Reinhardt am Heck des Briten an. Der rutscht weg, Reinhardt geht vorbei. Nun ist also die Bugira-Front hinter ihm. Doch nicht lange. Noch vor dem Ende der ersten Runde ist Latzko neben Brereton. Der macht zu. Kollision. Der MAN dreht sich und das Erlebnis Pole Position in der ETRC endet in einer Rauchschwade. Zwei Damen führen damit das letzte Rennen der Saison an. Alan Law vor Steffi Halm. René Reinhardt liegt auf Platz 3. Dann folgen Latzko, Hahn und Körber. Während der nächsten Runden ändert sich an dieser Reihenfolge nichts. Law verteidigt die Führung mit allem, was sie hat. Immer wieder sucht Steffi Halm die Lücke, ohne mit unfairen Mitteln nach der Spitze zu greifen. Law hat große Mühe, die Diplom-Verwaltungswirtin hinter sich zu halten. Und so kommt kurz vor Ende des Rennens, was kommen musste. Halm sieht ihre Chance, setzt sich neben Law. Die Wahlmonegassin in der schlechteren Position für die nächste Kurve muss nachgeben. Halm führt. Diese Führung gibt sie nicht mehr ab. Damit holt Halm sich den letzten Sieg der ETRC-Saison 2016. Law hätte mit Sicherheit gerne das Rennen nach Hause gefahren, darf aber auch mit Platz 2 hoch zufrieden sein. Es war perfekt. Ich hatte eine Chance und ich habe sie genutzt. Wir haben uns beide genug Platz gegeben. Es war ein gutes Überholmanöver. Sie war auch richtig glücklich, als Zweite ins Ziel zu kommen. Das letzte Podium des Jahres und der Europameister lässt es sich nicht nehmen, selbst den Sekt zu reichen. Das gibt es auch nicht alle Tage in der ETRC. Die weiteren Positionen im vierten Le Mans-Rennen. Latzko wird Vierter, dann folgen Hahn, Körber, Lenz und Foreman. Der finale Meisterschaftsstand: Jochen Hahn am Ende mit 462 Punkten mit deutlichem Abstand vor Adam Latzko. Den dritten Tabellenrang holt sich René Reinhardt. Eine äußerst spannende Saison,
Das European Truck Racing Championship geht also zu Ende. Einen feierlichen Abschluss findet sie im Anschluss an die Rennen. Alle Teams und die Organisationsmannschaft der Meisterschaft kommen zusammen, um das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Eine Menge Preise werden vergeben und im Anschluss bis tief in die Nacht gefeiert. Nach dieser gelungenen 30. Saison des Championats kehrt zwar erst einmal Ruhe ein, doch der Saisonstart 2017 in Spielberg wird schon bald bei allen sehnlichst erwartet.